Ich habe mir überlegt, etwas Besonderes für diesen Tag, auch aufgrund Ihres Vortrages zu bringen, und zwar Ihr Bericht über Träume und dass man auf seine Träume hören sollte. Ich hatte vor einigen Jahren ein Lied bekommen, ja, sage ich mal, in einer Art, nennen wir es Traum. Es ist ein Lied in einer sehr alten, uralten Sprache, und um überhaupt einen Bezug dazu zu bekommen, habe ich damals den Namen einer mesopotamischen Göttin erwählt, Ishtar, die auch viele Aspekte des Weiblichen in sich vereinigt. Und so heißt auch dieses Lied, Ishtar. Echna ya pres.